Schauspielerin und Moderatorin Kerstin Linnartz besucht in ihrer Freizeit gerne den Kinderbauernhof im Görlitzer Park. Hier findet sie Ruhe und Inspiration und tauscht den neuesten Klatsch und Tratsch mit dem Federvieh aus. Aber auch die anderen Tiere liegen der überzeugten Tierschützerin am Herzen. Ich wünsche mir für die Tiere, dass sie dieses Jahr nicht als Weihnachtsgeschenk verschenkt werden, sondern schön draußen in Freiheit bleiben dürfen. Außerdem wünsche ich mir, dass die Tiere nicht mehr auf dem Teller, sondern in der Freiheit landen, dass die Tiere also nicht mehr gegessen werden und dass das Fell der Tiere nicht zu Pelz verarbeitet wird, sondern dass es da bleibt, wo es hingehört, nämlich bei den Tieren selber. Also mehr Grünzeug essen. Wie die glücklichen Schäfchen.